Wenn Sie auf die Cloud schauen, schauen Sie nicht zuallererst auf die technologischen Möglichkeiten. Ich glaube, das ist eine wichtige Botschaft für uns, die wir hier in die nächsten zwei Stunden mit reinnehmen. Schauen Sie auf Ihr Unternehmen. Schauen Sie auf die Chancen, die Sie mit der Cloud für Ihr Unternehmen schaffen können und nutzen können. Und schaffen Sie die Freiräume für Innovationen, so wie es Amazon damals mit dem berühmten Two-Pizzas-Team und dem Two-Pizzas-Prinzip gemacht hat. Und dann können Sie tolle Cloud-Stories entwickeln. Die könnten dann zum Beispiel heißen: Wir sind jetzt 5-mal schneller in der Beantwortung unserer Kundenfragen, anstelle wir sind jetzt in der Cloud. Oder wir haben die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter mit der Teamkollaboration um 50% gesteigert, anstelle wir machen jetzt Cloud First. Der Eingangsdialog, den ich mit Binyam Merhavi führen konnte, hat so ein bisschen dieses Themenfeld schon umrissen. Und ich freue mich jetzt, dass wir jetzt zunächst in einen weiteren, sehr spannenden und von mir sehr heiß erwarteten Dialog eintreten können mit Michael Guschelbauer, dem Gastgeber der Bechtle Competence Days und Vorstand, Chief Operating Officer hier bei der Bechtle AG. Hallo, lieber Herr Guschelbauer. Hallo, Herr Waldfuß. Schön, dass wir uns auch heute am zweiten Tag hier wieder auf der Bühne begegnen und beieinander sind. Ja. Freue ich mich sehr. Und natürlich gemeinsam mit, meine sehr geehrten Damen und Herren, gemeinsam mit Sabine Bendig. Sabine Bendig ist Chief People Officer bei der SAP, also dem anderen großen Technologieunternehmen aus Deutschland. Und ich freue mich, dass Sabine Bendig bei uns ist. Herzlich willkommen und schönen guten Morgen, liebe Frau Bendig. Einen wunderschönen guten Morgen. Und schön, dass ich dabei bin. Hallo, liebe Sabine, und danke, dass du dir die Zeit nimmst heute für unsere Competence Days und mit uns diesen Dialog heute zu führen. Ja. Dankeschön. Super gerne. Frau Bendig, lassen Sie uns für einen Moment über die ja ganz besondere Situation sprechen, in der natürlich nicht nur Ihr Unternehmen, die SAP, oder unser Unternehmen, die Bechtle, sondern jedes Unternehmen im Moment ist. Digitale Transformation inklusive der verstärkten Nutzung der Cloud hat natürlich vielerorts schon vor Covid begonnen, Gott sei Dank. Denn ohne diesen frühen Start wäre man wahrscheinlich in der Pandemiesituation umso mehr aufgeschmissen gewesen. Aber natürlich hat es auch eine enorme Beschleunigung gegeben. Wie wirken aus Ihrer Sicht Covid, die Pandemiesituation, die wir hoffentlich bald hinter uns lassen, wie wirkt diese Situation mit der digitalen Transformation zusammen? Also ich glaube, wir alle haben natürlich durch die Pandemie sehr, sehr stark gesehen, dass Unternehmen, die früh in digitale Befähigung investiert haben, eben tatsächlich deutlich resilienter aufgestellt waren. Ich glaube, das Offensichtlichste war natürlich das Thema, wie kriegen wir eigentlich unsere Mitarbeiter in die Homeoffices und dass sie dort auch produktiv weiterarbeiten können. Und da haben natürlich viele Unternehmen viel, viel, viel harte Arbeit geleistet am Beginn der Pandemie, einige deutlich vorher bereits. Ich glaube, das andere Thema, was dann sehr, sehr stark dazu kam, war natürlich das Thema Lieferketten. Eine Dynamisierung, eine Absicherung der Lieferketten, weil wir alle haben natürlich gesehen, wie viele, nennen wir es mal Überraschungen, Herausforderungen in diesen Lieferketten drin sein können, wenn eben es tatsächlich zu Produktionsproblemen, zu Beschaffungsproblemen, zu Transportproblemen unterschiedlichster Art kommt. Und ich glaube, das hat die Pandemie extrem demonstriert. Und auch da ist natürlich das Thema Digitalisierung ein super wichtiges. Der andere Punkt natürlich jetzt auch, wenn wir uns Fertigungsprozesse anschauen. Wir alle haben natürlich jetzt viele spannende Monate durchlebt in dieser Diskussion, wie kriegen wir am besten Fertigung weiterhin betrieben in einer Umgebung, in der wir sehr eben auf die Gesundheit der Mitarbeiter eben durch entsprechendes Abstand halten, durch ein Miteinander auf Abstand hinbekommen und sicherstellen. Und der letzte Punkt ist einfach ganz klar, wenn wir das Thema Kundeninteraktion anschauen. Kundeninteraktion hat sich natürlich massiv verändert in dieser Zeit. Ich glaube, wir alle, also inklusive SAP im Übrigen, kommen ja von einem Modell, wo wir sehr stark über Präsenz bei Kunden, über Präsenz-Events, Veranstaltungen mit Kunden agiert haben. Und wenn wir anschauen, wie viel wir alle, glaube ich, jetzt dazugelernt haben im Sinne von, wie sehen digitale Veranstaltungen aus, wie sieht gutes digitales Engagement unserer Kunden aus, wie sehen Dialoge digital aus. Und jetzt natürlich bei all diesen Dingen aus der Pandemie herauskommend, ich glaube, keiner möchte, dass wir genauso weiter arbeiten, wie wir das heute machen, rein virtuell. Mhm. Aber ich glaube, es ist diese richtige Mischung. Im Sinne von, wie nehmen wir das, was wir jetzt gelernt haben, im Sinne von Mitarbeiter deutlich flexibler betreuen zu können, dass also Mitarbeiter auch mehr Wahl haben im Sinne von, wann wollen sie im Büro sein, wann wollen sie von zu Hause arbeiten oder von wo wollen sie arbeiten. Zweitens auch im Sinne von, wie kriegen wir tatsächlich diesen Mix aus digitaler und persönlicher
Präsenz bei Kunden richtig hin? Wie sehen eigentlich unsere Veranstaltungsmixe aus? Wie viele Reisen sind notwendig? Und dann natürlich eben, wie gesagt, genau dieses Thema Lieferketten, Fertigungsdynamisierung. Also ich glaube, da ist ganz, ganz, ganz viel positive Opportunity drin. Ja, absolut. Also wir haben die gleichen Erfahrungen gemacht. Auch wir sind natürlich in vielen unserer Services davon abhängig gewesen vor der Pandemie, dass wir on-premise diese Services erbringen und haben in dieser Zeit gelernt, dass man eben viele Dinge auch remote tun kann, dass wir andere Arten finden, mit unseren Kunden zu interagieren, mit unseren Partnern zu interagieren. Aber ich kann dir nur zustimmen, wir wollen natürlich nicht in der gleichen Art weiterarbeiten, wie wir das in den letzten, ich sage mal Größenordnung, fast 18 Monaten jetzt inzwischen getan haben, sondern der richtige Mix wird es machen. Also die neue, ich sag mal, hybride Welt wird wahrscheinlich die Zukunft sein. Die Dinge, die wir eben gelernt haben, zu kombinieren mit den Dingen, wo wir wissen, dass auch ein persönlicher Kontakt und die Kollaboration auch von Face-to-Face eben einfach notwendig sind. Und da gilt es, glaube ich, viel Feingefühl zu haben in den nächsten Monaten und Jahren und die richtigen Entscheidungen zu treffen, um genau diese Erfahrungen zu kombinieren. Aber ich glaube, wenn man Chancen sehen will in diesen letzten Monaten, dann war es mit Sicherheit die Erfahrung, die wir da getan haben oder die wir da gemacht haben, ja, dass wir eben andere Arbeitsweisen auch kennengelernt haben, die funktionieren tatsächlich. Ja. Und das jetzt in die Zukunft zu nehmen, ist, glaube ich, ein wichtiger Gewinn aus den letzten Monaten. Ja. Die Chancen sind so groß, wie sie wahrscheinlich noch nie waren, jetzt wirklich fundamentale Veränderungen umzusetzen. Ich will da nochmal den Begriff des Momentum gerne verwenden, der diese Situation ja vielleicht ganz gut beschreibt. Worauf kommt es denn jetzt an, Frau Bendig, damit dieses Momentum auch wirklich gut und für eine bessere Zukunft genutzt werden kann? Also ich glaube, wenn wir uns jetzt anschauen, was an Technologieinvestments an vielen Stellen in der Diskussion ist oder bereits getätigt wurde, ich glaube, einmal diesen Mut haben, weiter zu investieren, weiter nach vorne zu gehen. Aber ich glaube, als zweite Komponente mit Sicherheit nicht nur über das Thema Technologie nachdenken, weil Michael hat es eben so schön gesagt, eigentlich ist ja die Welt von morgen eine sehr hybride Welt. Also wie nehmen wir das, was wir gelernt haben, jetzt in diesem rein virtuellen Arbeiten, in diesem rein virtuellen Mitkunden Arbeiten, in einer relativ virtuellen, also wenn wir SAP anschauen, einer sehr virtuellen Selbstproduktionsumgebung, also unsere Entwickler sind genau wie unsere Vertriebsmitarbeiter und Verwaltungsmitarbeiter tatsächlich zu 90-95% im Homeoffice. Nicht jedes Unternehmen hat natürlich diesen Luxus, aber trotzdem, wie nehmen wir das, was wir dort gelernt haben und nutzen es wirklich, um eben tatsächlich jetzt mit Technologie auch Prozesse in dieser hybriden Welt neu zu denken und unsere Menschen mitzunehmen. Also ich glaube, jetzt kommt es auf diesen Dreiklang an, Technologie und Prozesse gemeinsam neu zu denken, diese Dynamisierung besser abzubilden, wirklich auch diese richtige Mischung aus Automatisierung, Selbstbedienungsmöglichkeiten und eben aber auch wirklich persönlicher, menschlicher Komponente dort, wo sinnvoll, wertschöpfend und nötig wirklich hinzubekommen und eben unsere Menschen mitzunehmen, die aus einer, wenn wir anschauen, ich glaube, jeder sieht das in den Umfragen, die er macht, in den Gesprächen, die er hat mit seinen Mitarbeitern, dass diese 18 Monate, die haben richtig, also für viele Angestellte echt einen hohen Preis bedeutet. Also da ist viel persönlicher Stress, beruflicher Stress zusammengekommen. Und ich glaube, wo wir jetzt rauskommen, glaube ich, müssen wir es jetzt schaffen, positiv nach vorne eben die positiven Effekte dieses flexibleren Arbeitens, dieser hybrideren Welt auch wirklich mit den Menschen zu nehmen, darauf aufzubauen und eben wirklich diese Veränderung des Arbeitsstils positiv nach vorne zu bringen. Ja. Wir haben jetzt durch das, was Sie sagen, Frau Bendig, auch durch viele andere Impulse, die wir hier im Rahmen der Competence Days schon bekommen haben, gelernt, dass in vielen Unternehmen diese positive Bewegung nach vorne schon begonnen hat. Und ich möchte Sie, Herr Guschelbauer, fragen, sehen Sie das auch für Ihr eigenes Unternehmen und vor allen Dingen auch für die Vielzahl Ihrer Kunden so, die Sie in Deutschland, Österreich, Schweiz und in Europa bedienen? Ja, wir haben die Erfahrung gemacht in den letzten Monaten, dass man viele Fehler machen kann in dieser Zeit. Das heißt, das Erste, was wir, glaube ich, festgestellt haben, ist, dass man intuitiv vorhandene Prozesse, ich sage jetzt mal, elektrifiziert. Ja.
Und das heißt also, das, was man immer getan hat, versucht digital abzubilden. Und das ist in vielen Fällen ein Fehler, muss man wirklich so sagen. Sondern man muss, die Sabine hat es vorhin schon erwähnt, man muss die Prozesse mit den neuen Möglichkeiten auch neu denken. Ja. Und das fällt manchmal sehr, sehr schwer. Ja. Mhm. Da haben uns Menschen wie zum Beispiel der Benjamin als Business-Architekt sehr geholfen, weil wir da eher von den Workloads kommend, ja, IT-Prozesse denken können. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Erkenntnis, dass man eben nicht das, was wir immer getan haben, jetzt mit Digitalisierung neu abbilden, weil dann haben wir nichts anderes als elektrifizierte Prozesse. Ja. Wir haben aber nicht die Möglichkeiten genutzt, die eigentlich die neue Welt so bietet. Und ich meine, das ist ganz wichtig, sich immer wieder mal so mit 2 Meter Abstand sich die Sache zu betrachten und sagen, wie könnte es denn auch anders gehen? Ne? Mhm. Dass wir eben dann tatsächlich digitale Prozesse denken und nicht nur das, was wir immer getan haben, elektrifizieren. Ja. Und das stelle ich bei ganz vielen unserer Kunden auch in unserem eigenen Unternehmen fest, dass wir eben jetzt andere Wege nutzen, dass wir also neben dem persönlichen Weg, dem telefonischen und dem Weg über beispielsweise Video und über Konferenzen, wie wir es heute tun, auch immer stärker natürlich den digitalen Weg zu unseren Kunden suchen. Und ich meine, das ist eine ganz große Chance und die nutzen auch viele unserer Kunden aktuell. Ja. Aber das ist jetzt ein Umdenken einfach und das braucht Zeit. Ja. Ja. Und ich sehe ganz viele mittelständische Kunden vor allem auch im Moment sich genau diese Gedanken machen und jetzt die Zukunft vorzubereiten. Und die braucht halt eine gute Basis. Mhm. Das heißt, da ist der schnelle Aktionismus manchmal für das Aufrechterhalten der Operations gut, ja? Aber um die Zukunft tatsächlich zu gestalten, hindert es manchmal, sondern da sollte man sich wirklich tief Gedanken machen, wie wollen wir denn die Zukunft tatsächlich aktiv gestalten. Ja. Deswegen sind auch solche Tage, wie wir es jetzt vorbringen miteinander, ganz entscheidend, dass man einfach die Inspirationen, die Impulse bekommt, die Dinge auch mal neu zu denken. Ja. Ja. Ja, sehr wichtig. Aber Frau Bendig, Ihr Unternehmen, die SAP, ist ja, gerade wenn wir jetzt auch an das Thema Cloud nochmal denken, natürlich auch in einer vieldimensionalen Transformation, die jetzt durch das Thema Covid und Pandemie und so weiter in der Art und Weise, wie Sie arbeiten, wie Sie mit Ihren Kunden arbeiten, natürlich nochmal sozusagen eine weitere Dimension hinzubekommen hat, keine Frage. Ihre Aufgabe als Chief People Officer ist ja im Jobtitel schon angelegt. Sie müssen das alles den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erklären, rund um den Globus in Ihrem Fall. Wie schaffen Sie das denn, dass Ihre Teams, Ihre Kolleginnen und Kollegen da Schritt halten? Also zuallererst, ich gehe auch gleich auf die Frage ein, aber der Punkt, der mir auch sehr wichtig ist, einer der Gründe, Sie sprechen so schön von dieser vieldimensionalen Transformation oder Veränderung und da haben Sie vollkommen recht. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir wirklich entschieden haben in Sachen Vorstandsressort, dass wir People und Operations zusammenlegen, weil am Ende des Tages sind die Menschen in unserem Unternehmen und eben die Prozesse in unserem Unternehmen die beiden wichtigsten Themen im Sinne von, wie kriegen wir diese Veränderung vorangetrieben und wie verschränken wir das auch eben sinnvoll miteinander zum Erfolg unserer Kunden und natürlich auch zu unserem eigenen Erfolg, der eben dann auch wirklich aus dem Erfolg unserer Kunden und unserer Partner kommt. Ja, zu dem Thema, wie nehmen wir Menschen mit? Also einfach diese Komponente Menschen. Das Erste ist, man muss wirklich auch gerade in einer Zeit, wo man in viele Dinge gefühlt investieren muss, in einer Zeit von Unsicherheit, in jedem Falle sicherstellen, dass man in dieses Thema Befähigung von Mitarbeitern für das, was an neuen Fähigkeiten benötigt wird, wirklich auch investiert. Und das ist etwas, was wir sehr, sehr fokussiert machen. Das heißt, bei uns fließt im Moment sehr, sehr viel Investment tatsächlich in das Thema, nicht nur auf der Entwicklungsseite, Cloud-basierte Entwicklungsfähigkeiten, sondern auch auf der allgemeinen Seite der Mitarbeiter und auch der Führungskräfteentwicklung im Sinne von, wie befähigen wir unsere Mitarbeiter wirklich dieses Thema Prozesse neu denken und selber auch sozusagen zu beständig herausfordern, eine lernende Kultur tatsächlich wirklich zu haben, also zu experimentieren, Dinge auszuprobieren, wirklich über neue Ansätze zu lernen und eben daraus immer besser zu werden. Wie schaffen wir das? Wie befähigen wir das? Und wie schaffen wir diese Kultur? Und da ist ein ganz wichtiger Teil eben auch unter anderem die Führungskräfte-Weiterbildung. Das heißt, wir haben einen ganz großen Fokus auf Führungskräfte-Aus- und Weiterbildung. Gerade mit diesem Thema, wie sieht eigentlich die Veränderung? Also ich hab schon viele Jahre immer wieder gesagt, digitale Transformation verändert tatsächlich insbesondere auch die Rolle der Führungskräfte. Und wie ist eigentlich eine Führungskraft in dieser Zeit erfolgreich? Und deswegen investieren wir da sehr, sehr stark
auch dort mit herein. Das Ding, was wir genauso auch machen, ist, dass wir sagen, wir wollen ganz verstärkt dieses Thema lernen und Fähigkeiten aufbauen, eben nicht nur für unsere Mitarbeiter fokussieren, sondern auch öffnen für unsere Kunden und auch für unsere Partner und eben auch unter anderem für Universitäten, um eben auch für Studenten dort Möglichkeiten zu geben. Das heißt, wir haben tatsächlich ein Team geschaffen, das nennt sich One Learning. Das heißt, der Kern unserer Lernangebote und unserer Lernplattform ist wirklich der gleiche für unsere Mitarbeiter, für unsere Kunden, für unsere Partner und eben auch für Studenten viele andere Menschen. Mhm. Ja, sehr ganzheitliche Herangehensweise, die viele Stakeholder in ihrer Organisation, innerhalb und außerhalb ihrer Organisation umfasst. Und ich finde es sehr spannend, was Sie als erstes gesagt haben, dass Sie sagen, wir betrachten die Human Resource Seite und die Operations Seite zukünftig gemeinsam, auch auf der Vorstandsebene. Das ist ja auch wieder ein Breaking the Silo Approach, wenn ich das so sagen darf, weil in den allermeisten Organisationen sind es, glaube ich, nach wie vor noch getrennte Organisationseinheiten. Und dieses Aufbrechen dieser traditionellen Silos ist ja sicherlich ein wesentliches Moment, was man auch berücksichtigen kann und muss, um voranzukommen. Lassen Sie mich an Sie beide, Herr Guschebauer, vielleicht für Sie, an Sie die erste Frage, noch die wenige Zeit, die wir leider nur noch haben, nutzen, um noch ein bisschen über die Partnerschaft zwischen Bechtle und SAP zu sprechen. Die ist ja auch vieldimensional, die ist auch vielgestaltig. Ja. In welchen Bereichen arbeiten Sie denn eigentlich zusammen? Ich glaube, was ich mal vorweg schicken will, ist, ich glaube, wir haben ein sehr, sehr gutes Beispiel von einer Kollaboration, wo sich beide Partner eigentlich auf ihre Kernkompetenzen fokussieren können. Ja. Die SAP als unser Kunde hat uns das Vertrauen geschenkt, den Client-Betrieb in der Region EMEA zu leisten. Das heißt, wir supporten dort, ich meine, 38.000 User in 34 Ländern oder noch mehr. Ja. Und halten dort den Client-Betrieb am Laufen. Ja, das machen wir seit vielen Jahren und ich hoffe zur Zufriedenheit der SAP. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich unsere Unternehmensprozesse auf Software und auf Services der SAP auch aufgebaut. Wir haben unter anderem auch eine Innovationspartnerschaft in unseren Logistiksystemen. Ne? Das heißt, dort arbeiten wir tatsächlich mit sehr innovativen Themen wie Virtual Reality und Augmented Reality. Und haben da eine Innovationspartnerschaft, wie gesagt. Das heißt, wir haben wirklich eine Partnerschaft gefunden, wo sich jeder auf seine Kernkompetenzen fokussieren und konzentrieren kann. Und dadurch profitieren wir natürlich auch sehr stark voneinander. Mhm. Frau Bendig, Sie haben das Angebot von Herrn Guschelbauer gehört. Also das ist jetzt die Executive Complaint Hotline. Also wenn Sie da irgendwelche Themen... Nein, besser nicht. Doch, ehrliches Feedback ist uns immer wichtig. Ehrliches Feedback, er will das ehrliche Feedback. Ist uns immer wichtig, ja. Ich glaube, uns beide verbindet ja durchaus eine offene Gesprächskultur. So und ich bin mir sicher, dass wir auch die Möglichkeit haben, wenn es Themen gibt, dass wir die auch tatsächlich in einem Einzelgespräch adressieren können. Alles gut. Nein, vielleicht einfach nochmal ein kurzer Blick auf Partnerschaften, vielleicht allgemein und eben spezifisch auch nochmal auf das Thema Partnerschaft SAP Bechtle. Wenn man sich anschaut, was dort passiert eigentlich, also auch zurück zu diesem Thema, was hat eigentlich digitale Transformation verändert? Digitale Transformation, nebenbei auch getrieben durch die Pandemie, hat auch sehr, sehr stark gezeigt, was dieser Wert von Partnerschaften ist, was dieses Wichtige ist an Partnerschaften. Wie schafft man es eigentlich, Netzwerke wirklich zu bilden, zu betreiben? Und das ist ein ganz wichtiges, großes Thema, in das natürlich auch so ein Thema, wie schafft man es wirklich, also für uns als SAP, für Kunden passgenaue Lösungen in Zusammenarbeit mit unseren Partnern, die wiederum die Kundenbedarfe natürlich häufig sehr, sehr genau und sehr gut kennen, zur Verfügung zu stellen und auch dort eben darüber nachzudenken, wie schafft man Ökosysteme, die wirklich gemeinsam das beste Angebot für unsere Kunden beinhalten und auch wiederum unsere Kunden befähigen, neue Partnerschaften, neue Netzwerke zu bilden für ihren Geschäftserfolg. Und da glaube ich wirklich, ist eine sehr wichtige Rolle von Partnern wie einer Bechtle, die eben auch sehr kompetenzgetrieben und kompetenzbasiert da reingeht und eben auch sehr eng eben in einer, könnte man sagen, 360-Grad-Beziehung mit uns arbeitet, im Sinne von uns sehr gut kennt, sehr viel Kompetenzen aufgebaut hat und gleichzeitig aber eben auch ein guter Kunde von uns ist und damit eben auch ein eigener Nutzer dessen, was wir anbieten, was wir auch Kunden anbieten. Und damit, glaube ich, auch wirklich sehr glaubwürdig ist in dem, was sie dazu sagen kann, zu Kunden, was funktioniert am besten, wie setzen wir es auf, was sind eigentlich wirklich Erfahrungen aus dem täglichen Leben. Und deswegen für uns als SAP, glaube ich, dieses Thema Partnerschaften, was immer ein wichtiges war,
hat für, also in der Pandemie für uns eigentlich noch an Bedeutung gewonnen. Und freue mich einfach auf weiterhin sehr gute Zusammenarbeit. Ja, und Frau Bendig, wir werden auch übrigens heute im Verlauf des Programms noch auch ganz unmittelbar über die Nutzung von SAP-Technologie hier im Hause Bechtle sprechen. Wir haben heute am Nachmittag noch, nein, sogar in diesem Track innerhalb der nächsten Stunde ist es sogar, den CIO der Bechtle AG hier noch bei uns zu Gast. Also auch diesen Aspekt werden wir noch beleuchten. Und es ist natürlich toll, dass es diese tatsächlich ja vielgestaltige, sehr vitale Partnerschaft gibt. Wir müssen zum Abschluss kommen schon für unser Gespräch. Wir hätten sicherlich noch viel zu besprechen. Aber lassen Sie mich, Frau Bendig, vielleicht an Sie noch die Abschlussfrage stellen. Sie haben vorhin auch den Dreisprung adressiert, den Sie auch machen. Bei Bechtle heißt dieser Dreisprung IT-Business-Mensch. Das ist sozusagen unser Narrativ, mit dem wir uns da bewegen. Und ich glaube, der bringt das auch ganz gut zusammen. Für Ihre Rolle als Prozess, als Operations und als Verantwortliche für die Menschen innerhalb der SAP, wie absolvieren Sie diesen Dreisprung? Ich glaube, natürlich durch eine Vielzahl von Themen, aber ja, eben der Dreisprung Technologie, Prozesse und Mensch, also Mensch und Prozesse und Technologie, interessanterweise ist ja alles tatsächlich außerhalb der tatsächlichen Produktentwicklung in diesem Vorstandsressort. Und was wir wirklich versuchen, ist einfach eine ganz große ein ganz großer Fokus auf Priorisierung. Ich glaube, eines der Hauptprobleme, was Sie haben bei diesem Dreisprung ist, es gibt unglaublich viele Dinge, die Sie eigentlich tun könnten und tun müssten. Ja. Und jetzt ist eigentlich das Thema, wie schaffen Sie die Priorisierung? Was ist jetzt, also was ist Ihr Zielbild? Ich glaube, diese Klarheit im Zielbild ist ein ganz wichtiges. Wo wollen Sie hin? Aber dann eben auch die Klarheit, was machen Sie jetzt? Was muss jetzt gemacht werden versus was kann man danach machen? Was baut worauf auf? Und diese Klarheit ist für mich ein ganz großer Fokus in diesem Dreisprung, weil sonst, glaube ich, enden Sie in einer unglaublichen Vielzahl von Initiativen auf allen Seiten, was das Skilling der Menschen angeht, was die Kultur angeht, was die Notwendigkeiten der internen IT angeht, was spezifische Prozessverbesserungen angeht. Und deswegen absolute Klarheit im Sinne von Zielbild. Und wie sieht Ihre Roadmap für dieses Zielbild eigentlich aus? Wie nähern Sie sich? Was sind die Prioritäten kurz-, mittel- und längerfristig? Und dann einfach wirklich mit Fokus auch daran arbeiten und eben tatsächlich auch messen, funktioniert es? Und wenn nicht, korrigieren. Also da wieder lernen. Weil ich glaube, Lernen ist, glaube ich, das wichtigste Thema in dieser Zeit doch sehr großer Veränderung und sehr vieldimensionaler Veränderung. Weil es ist tatsächlich vollkommen normal, dass Sie beständig immer wieder anpassen aus dem, was Sie lernen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema für uns alle. Das ist nicht Scheitern, sondern das ist tatsächlich Lernen, Lernen umsetzen. Ich glaube, besser kann man es zum Abschluss unseres Gesprächs nicht formulieren. Vielen, vielen Dank, Sabine, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich schätze das sehr und auch immer wieder den Dialog mit dir. Und ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch, das wir heute miteinander führen durften. Sehr, sehr gerne. Ich wünsche euch allen noch ganz viel Erfolg und interessante Diskussionen und ja, einen guten Tag. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank an Sie beide, liebe Frau Bendig. Lieber Michael Göschelbauer, schön, dass wir Gelegenheit hatten, über diese vitale, vieldimensionale und zukunftsgerichtete gute Partnerschaft zu sprechen. Herzlichen Dank an der Stelle und ja, auch Ihnen, Herr Göschelbauer, noch einen angenehmen Tag. Danke. Dankeschön. Danke.